Und damit hat auch Katie den Weg zu uns gefunden, die ganz begeistert davon war, dass ich mal einen Termin fast 2 Stunden vorher angekündigt habe. Ich grüße auch dich, Katie. Schön, dass du hier bist. Und ich kehre noch mal kurz zurück zu der Sache mit Ninjo. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch im gleichen Pfad ist oder im neuen, aber wie gesagt, ich habe dann also auf der Homepage das Bild von Ninjo quasi als letztes gefunden und war vom Bild her schon nicht so richtig überzeugt. Hab's dann trotzdem angeklickt, hab mir die Beschreibung angeguckt und dann sehe ich oben, waren noch 5 Bilder oder so nochmal zusätzlich drin, die man sich dann groß angucken konnte, okay. Und die habe ich mir angeguckt und habe erstmal gedacht, wow, was hat der für lange Stelzen? Ist das jetzt irgendwie ein Storch oder ein Kamel oder so? Also der ist ja völlig deformiert, der Hund. Komisch. Aber okay, ansonsten hat er gut ausgesehen, aber viel zu lange Beine. Meinetwegen. Beschreibung durchgelesen und dann, ja, Alter. Geburtsdatum irgendwie Mai 2014, das ist okay, das waren zu dem Zeitpunkt kaum mehr als ein Jahr. Damit kann ich leben, das ist okay, das entspricht meinem Kriterium. Und dann weitergelesen, ja, der Hund kann nicht mit anderen Hunden, der kann nicht mit anderen Tieren, der kann nicht mit Kindern und überhaupt und sowieso. Es stand aber nicht dabei, dass er ein Problemhund wäre und deshalb nur an entsprechende Leute abzugeben ist. Und deshalb habe ich gedacht, okay, jetzt gibst du dem Vieh wenigstens eine Chance und guckst sie am Tierheim an. Außerdem haben sie im Tierheim ja vielleicht auch noch welche, die sie noch gar nicht in der Liste drin haben im Netz. Wer weiß, wann die aktualisieren. Und die sind nicht immer ganz aktuell. Also einfach mal ins Auto gesetzt und ins Tierheim gefahren. Ja. Und im Tierheim habe ich dann erstmal einen Schäferhund gesehen, eine Schäferhündin. Ich glaube Stella hieß sie oder war es Santa, ich weiß nicht, eine von beiden. Super süß, die stand nicht im Internet drin und auch gar nicht mal so alt und die hätte ich sofort mitgenommen, also die war top und an der war nichts auszusetzen. Ein absolut toller, lieber Hund, hat einfach nur einen guten Eindruck gemacht und die war auch nicht als Problemhund oder so dort abgegeben, sondern die hatte Problembesitzer. Die wurde vom Veterinäramt ihrem Besitzer entnommen, abgenommen, entführt, weil der sich offenbar nicht ausreichend kümmert. Oh Mann, was mache ich denn für einen Scheiß? Da bin ich schon Blitzen und sowas. Ja, und na toll, der Blitz hat mir auch nicht mehr geholfen. Also das war jetzt mal mega verkackt. Was mache ich denn für einen Scheiß? Ja, aber das der Hund dürfte nicht vermittelt werden, weil wenn der Besitzer irgendwelche Auflagen erfüllt, dann würde er wieder zum Besitzer zurückkommen. Dumme Sache. Die hätte ich sofort mitgenommen, aber naja. Ja, also nachdem Stella dann offensichtlich keine Option war, leider, habe ich weitergeguckt, ob ich Ninjo irgendwo finde und habe dann gesehen, wie er so in seinem Käfig sitzt, der Arme, und genauso rumgekläfft hat wie alle anderen. Die sind völlig aus dem Häuschen, wenn Leute kommen und ich bin halt gerade zur Öffnungszeit vom Tierheim gekommen, da kommen immer ein Haufen Leute und da war dort wirklich die Hölle los und die Hunde haben gar keine Ruhe mehr gegeben. Und ich gucke ihn mir so an und denke, ja, okay. Also, das mit den langen Stelzen war wohl einfach nur ein sehr unvorteilhaftes Bild, weil der sieht jetzt gar nicht so aus. Und auch ansonsten macht er einen ganz niedlichen Eindruck. Gucken wir doch mal, ob da was geht. Oh, entschuldige, Schnitzel, ich habe nicht drauf geachtet, dass du das bist. Ich habe gerade noch in der Lobby geschrieben, etwas Nachsicht bitte, und jetzt baller ich hier die Leute ab. Aber okay, so ist das halt mal im Leben, ne? Tut mir leid, Schnitzel, war nicht böse gemeint. Ja, und dann habe ich halt eine von den Helferinnen dort, die alle ehrenamtlich dort arbeiten, das ist auch ein Trauerspiel, habe ich dann gefragt, wie es mit dem aussieht, ob ich mal mit dem Laufen gehen kann oder so. Und sie hat mich dann gewarnt, ja, geht, aber der Hund ist gefährlich, der hat seine Vorbesitzerin gebissen und der ist nicht gut erzogen und der ist ganz wild und überhaupt sowieso und auf jeden Fall aufpassen und armen. Da hatte ich schon gedacht, oh, das hört sich nicht gut an. Das könnte noch ein Problem werden, aber gut, wir geben dem Vieh einfach mal eine Chance. Mal gucken, wie er sich macht. Ja, dann bin ich erstmal mit dem Spazieren gegangen. Das hat auch nicht so besonders gut geklappt, weil für ihn war ich bestenfalls ein Mittel zum Zweck. So kam der mal aus dem Tierheim raus, konnte sich mal ein bisschen umgucken. Aber das heißt nicht, dass er dann auf mich hört oder irgendwas. Null Respekt und gar nichts. Kein bisschen gehört und nichts, hat sich auch nicht wirklich bestechen lassen. Zwischendurch hatte er dann so einen Anfall, wo er wirklich nach der Leine geschnappt hat und ganz schlimm geknurrt hat und die Zähne geflasht hat und alles und an der Leine rumgerissen hat wie ein Irrer. Und ich habe gedacht, oh Gott, jetzt geht der Hund gleich auf mich los. Nee, der wollte nur spielen, das habe ich aber nicht geschnallt. Gut, kann man nicht wissen, lernt man dann draus. Aber ja,
Also, er ist Eindruck nicht so positiv. An der Stelle grüße ich Speed. Hallo Speed. Dich habe ich lange nicht mehr gesehen, davon bin ich überzeugt. Und ich grüße 1993 Trümel. Dich kenne ich nicht, aber das kann sich ja ändern. Vielleicht gehörst du auch zu Katie, das ist durchaus möglich. Beim letzten Mal waren auch ein paar Leute dabei, die zu Katie gehört haben. Was ich im Nachhinein erfahren habe, dank ihrem Kommentar. Aber gut, ja, ist ja kein Problem, ist ja kein Ding. Spricht ja gar nichts dagegen, ne? Nochmal zurück zum Hund, ja. Also, erster Eindruck nicht so gut, aber andererseits, was will man eigentlich auch erwarten? Erstens mal, der Hund war überhaupt nicht ausgelastet, ne? Ich meine, wenn man den ganzen Tag, 24 Stunden am Tag, jeden Tag, im Tierheim, im Käfig sitzt, in einem kleinen und nur zwischendurch mal kurz in den Zwinger darf für eine halbe Stunde oder eine Stunde, wo man dann ein paar Meter hat, um hin und her zu laufen, aber mehr auch nicht, dann ist es kein Wunder, dass der Hund nicht ausgelastet ist und dass der dann spielen wollte, ist absolut logisch. Nur dass ich habe es halt nicht verstanden, dass er spielen wollte. Für mich sah das eher aggressiv aus. Er ist auch ein bisschen sehr aufgedreht und ja, gut. Muss man erstmal wissen. Gut, meinetwegen. Ja, aber ansonsten muss man sich auch denken, der Hund hatte man zu Hause, wurde abgegeben im Tierheim. Der hat erstmal sein Vertrauen in die Menschheit verloren. Das ist nachvollziehbar, weil die Leute, mit denen er was zu tun haben, sind beide weg und haben ihn irgendwo eingesperrt. Das ist nicht in Ordnung, ne? Wenn dann irgendein Fremder kommt und sagt, ey, du gehst jetzt mal mit mir irgendwo hin, dann denkt er sich auch, er leckt mich doch. Also, ich komme mit, wenn ich da, mir dafür ein bisschen die Beine vertreten darf, aber das heißt nicht, dass ich irgendwas mache, um dir zu gefallen. Gut. Ich bin dann jedenfalls noch öfters nach diesem Tag mit ihm spazieren gegangen und ja, ich habe ihm halt wirklich, ich habe gesagt, dem Hund gebe ich eine Chance, mal gucken, wie er sich macht. Und nach, ich weiß nicht, 2 Wochen oder so, wo ich dann jede Woche wenigstens 3 Mal mit ihm spazieren war, wenn nicht mehr, habe ich gesagt, okay, das ist der richtige Hund für mich. Der Kerl ist eigentlich ganz in Ordnung, der muss zwar erzogen werden, aber ansonsten ist er wirklich top. Ich mag den Hund und er mag mich. Das war auch wichtig. Ne? Also der Hund muss auch mich mögen. Und das habe ich gemerkt, dass er mich mag. Oh, schade, jetzt zum Schluss doch nochmal überholt worden von einem. Also ich meine, einer war ja sowieso die ganze Zeit vor mir, aber naja. Gut, wenigstens kriege ich nochmal Punkte, das ist gar nicht schlecht, nachdem die letzten 2 Rennen so verkackt waren. Wow, schon wieder Excitebike? Naja, mir soll es recht sein. Ja, also nach 2 Wochen war ich überzeugt, Nino ist der richtige Kandidat, ein Hund, mit dem ich gut leben kann, der mit mir gut leben kann. Und es war schon eine gewisse Bindung zwischen uns vorhanden. Es war spürbar, dass der Hund schon irgendwie mich mag. Das merkt man, ne? Oh, vor allem bei einem Hund, der vorher wirklich mit niemandem was zu tun haben wollte, sozusagen. Also zu keinem irgendwie Vertrauen hatte oder auf keinen wirklich gehört hat und so. Da merkt man schon einen Unterschied, wenn der auf einmal anfängt, auf einen zu hören und sich freut, wenn man da ist und so. Das sind so Kleinigkeiten. Das fällt auf. Und ja, dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt klären wir mal ab, wie das ist, wenn ich den Hund aufnehmen will, was ich dafür machen muss und so. Und dann hieß es, ja, dann müssen Sie mit unserer Chefin hier vom Tierheim reden. Und das geht aber nicht, weil die ist im Urlaub, die kommt erst in 3 Wochen wieder. Zu dem Zeitpunkt wusste ich es nicht besser. Jetzt im Nachhinein bin ich mir ziemlich sicher, dass das gelogen war. Aber gut, habe ich mal so hingenommen und habe mir gedacht, gut, meinetwegen. Die 3 Wochen kannst du auch noch warten. In der Zeit kannst du noch ein bisschen mit dem Hund spazieren gehen, bei Gelegenheit immer wieder und so die Beziehung noch ein bisschen verbessern und so. Und ja, Vorfreude ist ja sowieso die schönste Freude, also passt schon. Gut, also habe ich das gemacht und bin weiterhin wenigstens 3-mal die Woche mit ihm spazieren gegangen. Und wir haben uns wunderbar verstanden und irgendwann nach 3 Wochen oder so, ich glaube, es waren sogar nur 2 Wochen von dem Zeitpunkt an, wo ich gefragt habe. Es war, glaube ich, schon 3 Wochen, hieß es schon, wie ich das erste Mal mit dem Spaziergang bin oder nach einer Woche oder so oder was weiß ich. Jedenfalls nach ein paar Wochen war es dann soweit, dass die Chefin da war und dann habe ich mit ihr einen Termin ausgemacht. Die ist nur an einem Tag überhaupt zu sprechen und habe halt einen Termin ausgemacht, dass ich dann vorbeikomme und mit ihr über den Hund sprechen will, was ich dann auch gemacht habe. Und dann hieß es halt, ja, das ist ein Problemhund und der hat seine Vorbesitzerin gebissen und überhaupt und sowieso, und der kann dies nicht und das nicht und jenes nicht und den kann man nicht allein lassen und überhaupt. Und sind Sie sicher, dass Sie das antun wollen? Sie haben überhaupt keine Erfahrung mit Hunden und ja, und das Leben ist hart und das war dumm, ich hätte meinen roten Panzer behalten sollen. Ich weiß nicht, wen ich da vorne noch genervt habe, aber es hat mir nichts gebracht. Ist es nicht schön? Ja, es ist nicht schön, genau.
echt nur Vierter, habe ich da nicht gerade noch zwei Leute vom Ziel überholt. Naja, Schicksal. Eieiei. Nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Ich hätte die Roten behalten sollen. Auf jeden Fall habe ich der Chefin sehr, sehr deutlich angemerkt, dass sie wohl nicht so begeistert ist von dem Gedanken, mir diesen Hund zu überlassen. Dazu kam noch, dass ich halt Schichten arbeite und überhaupt berufstätig bin und ja, okay, meinetwegen. Aber dann hieß es halt, ja, wir schicken jemanden vom Veterinäramt vorbei, der soll sich die Lage angucken, wie der Hund untergebracht wäre, ob das irgendwie eine angemessene Haltung ist und so. Und ob sonst alles in Ordnung ist, nicht, dass er jetzt zu irgendeinem Messi kommt, der sich nicht um sich selbst kümmern kann, das haben sie zwar so nicht gesagt, aber im Prinzip läuft es da drauf raus, ne? Und ja, warten sie ab, bis die da sind und dann ist gut, dann kriegen sie von uns eine Antwort. Ja, und die kam dann nach einer Woche oder so vorbei und hat sich das angeguckt und war mit allem bestens zufrieden, konnte sich nicht beschweren, hat auch viel mit mir geredet, also wir haben bestimmt eine Stunde oder eineinhalb Stunden oder was da gesessen, haben einfach nur drüber geredet, wie ich mir das vorstelle mit dem Hund und überhaupt und sowieso. Auch solche Themen wie finanziell die Frage, was ist, wenn der Hund mal krank ist und eine Operation braucht oder so. Das kann teuer werden, habe ich halt mal aus Interesse gefragt, wie teuer kann das werden? Und sie hat mir halt gemeint, ja, also für ihren Hund war jetzt vor kurzem erst eine Operation fällig, die hat mal eben 3000 Euro gekostet. Da habe ich schon schlucken müssen, habe ich gesagt. Ja, also das ist zwar jetzt kein schöner Gedanke, mal eben 3000 Euro auszugeben, aber wenn es wirklich drauf ankäme und ich weiß, dass es dem Hund hinterher besser geht, dann ist das durchaus bezahlbar, also das Geld wäre da, jetzt nicht mehr zugegebenermaßen, vor der Küche war es aber noch da, also bevor ich die Küche gekauft habe, und das Geld wäre da und ich wäre auch bereit, das dann für den Hund auszugeben, wenn ich weiß, dass es hilft. Also wenn ich weiß, dass es dem Hund dann besser geht, klar. Das muss sein. Ich meine, einen Mensch schläfert man ja auch nicht ein, nur weil er mal eine Erkältung hat oder so. Oder eine gebrochene Hüfte, meinetwegen. Die wenigsten jedenfalls. Oh, ich wollte driften. Ich hasse das, dass man nie driften kann, wenn man klein ist. Jetzt habe ich irgendwie 9 Münzen innerhalb von ein paar Sekunden verloren und irgendwie meinen ersten Platz. Ja, also die vom Veterinäramt war dann also ganz glücklich und war der Meinung, das geht in Ordnung. Und hat sich dann nochmal mit der Chefin vom Tierheim auseinandergesetzt. Ich bin in der Zwischenzeit immer noch weiterhin immer brav mit dem Hund spazieren gegangen. Über einen Zeitraum von insgesamt 6 Wochen oder so. Und in der letzten Woche fing es dann wirklich an, nicht nur, dass der Hund mich jedes Mal stürmisch begrüßt hat, wenn ich da bin. Der war völlig aus dem Häuschen, sobald ich nur in seine Nähe komme, wenn er im Käfig noch sitzt. Und war kaum noch zu halten. Nein, auch wenn ich wieder nach dem Spazieren ging, mit ihm zurück ins Tierheim kam, dann hat er sich mit allen Pfoten gewehrt. Und wollte nicht mehr in den Käfig zurück. Und man hat ihm richtig angesehen, wie weh ihm das tut, dass er wieder da in den Käfig kommt. Und mir hat das weh getan. Ganz schlimm.